es geht nur um eine kurze Frage, nämlich ich weiß überhaupt nicht, wen ich wählen soll im Oktober. Hast du einen Tipp für mich? Na, gute Frage. Ich persönlich wähle ja immer Grün, da es in meinen Augen die einzige Partei ist, die menschlich vertretbar ist. Kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, wen ich im Oktober wählen soll. Können Sie mir helfen? Ich weiß nicht, wen ich im Oktober wählen soll. Haben Sie da vielleicht einen Tipp für mich? Auf jeden Fall Christian Kern. Ja, und warum? Warum? Weil er der Einzige ist, der eigentlich Sinn macht und einen Plan vorgelegt hat, um Österreich zu verändern, zu verbessern, zu vereinfachen, dieses ganze System. Bei uns ist ja alles bürokratischer Wahnsinn. Und vor allem, weil er sehr einen vertrauenswürdigen Eindruck macht. Ja, also ich würde sicher an jemanden wählen, der etabliert ist, gell, und der Managerqualitäten hat, ja, und Kontakt zur Basis hat, ja, und was er dann noch und persönliche Dinge auch bringt. Da fällt mir der Christian Kern dazu ein. Ja. Also kurz, da kann ich nicht einmal ein Argument sehen von den drei, was ich beim Kern gesagt habe. Ja, na, da habe ich leider keine Idee, die haben uns alle verraten. Der eine, der eigentlich für unsere Interessen sein sollte, der meint, das Kraut, das Gute, was man rauchen kann, steht nicht auf seiner Prioritätenliste. Tja, und der andere, den kann man auch nicht brauchen, weil der ist zu weit rechts. Ja, ich weiß auch nicht, ich muss mir selbst noch ein Bild machen. Den Thüringer vielleicht, aber den kann man auch nicht ernst nehmen. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Sorry. Danke. Ich weiß nicht, wen ich im Oktober wählen soll. Haben Sie da einen Tipp für mich? Nein, tut mir leid. Wir haben jetzt bald Wahlen und ich habe absolut keinen blassen Schimmer, was ich wählen soll. Kannst du mal einen Tipp geben? Gut, ich würde sagen SPÖ. Und warum? Ich habe jetzt keine sehr schlagfertigen Argumente, aber weil ich den Kurz für die beste Entscheidung ansehe. Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Das ist auch meine Frage. Aber hast du schon eine Tendenz, in welche Richtung es gehen soll? Eigentlich nicht. Über Politik ist mir schwer was zu sagen. Besonders was hier alles passiert oder auch in der ganzen Welt. Wenig sage ich auch politisch. Nein, ich habe auch noch keine Ahnung. Dürfen Sie auch schon wählen? Nein. Ich muss auch noch überlegen. Also ich hätte auch gerne ein paar Tipps. Was ist Ihnen denn wichtig? Mir ist wichtig die Umwelt, mir sind Frauenrechte wichtig, beziehungsweise Gleichberechtigung. Ja? Und Sie können lesen? Ich kann lesen. Super. Dann gehen Sie auf die Homepages der verschiedenen Parteien, schauen Sie nach, überlegen Sie, ist das eine Partei, die passt für mich? Wenn Punkte drin sind, die Sie jetzt aufgezählt haben, dann wäre es super, wenn Sie sich danach orientieren könnten. Haben Sie das schon gemacht? Bin eine Stammwählerin. Also ich weiß, was ich wähle. Es ist mir die Umwelt wichtig, es sind mir die Frauen wichtig. Ich bin nicht so glücklich im Moment, ja, mit dem, was passiert. Ich werde noch nachdenken und ich bin eigentlich eine sehr treue Stammwählerin. Ja. Aber diesmal wird es ein bisschen schwierig und ich glaube, ich werde es ganz zum Schluss entscheiden. Und wenn Sie einen ganz Österreich einen Tipp geben würden? Wählen Sie keine Populisten, ja? Wählen Sie keine kurzfristigen, ja, Lösungen. Ja? Wählen Sie langfristig mit dem Herzen für die Frauen, für die Umwelt. Ja? Das würde ich empfehlen.